Okay, das ist nicht gut. Wir dürfen Aliens keine zusätzlichen Vorteile verschaffen. Los Leute, wir gehen zum Sender vom Hirsch-TV. Wir müssen Aliens schlagen und Tori helfen. Aliens schlagen? Hast du dir das auch gut überlegt, Mark? Wir können sie nicht im Stich lassen. Wegzurennen, wenn Gefahr droht, ist nicht der Stil der Raimund Elf. Mark hat recht, folgen wir Tori. Dun-dun-dun. Yay, ich kann jetzt zum Sender. So, das ist jetzt der 14. Part. Damit... Ich mache heute 15 Part, also bis zum 15. Part, danach bin ich fertig damit. Es kommt sowieso zu Platzkämpfe. Dün, 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 dün. Karte. Sender. Okay. Aliens auf dem Dach des Fernsehsenders. Höhöhö. Ich bin ganz hin und weg von unserem neuen Digga. Ich bin extra der ganzen Weg hier gefahren. Ist sie nicht von Otaku TV? Otaku TV. Otaku Team? Diese Nerds da vom ersten Teil? Hirsch TV. Echter Fernsehsender, das könnte man schon sein, berühmt zu werden. Ja, die größte Ratte ist das ganze Showbusiness. Hoffentlich kann ich von jemandem ein Autogramm ergattern. Wir sind zum Spaß hier. Der Secret Service kämpft vielleicht hier in diesem Moment schon gegen die Aliens. Hey Mark, warum ist die neue Trainer nicht mitgekommen? Keine Ahnung, sie sagte, sie habe zu tun. Wir sollen erstmal alleine weitermachen. Was? Sie hat zu tun? Was könnte wichtiger sein, als gegen die Aliens Academy anzutreten? Frauen, Kinder, Komm mal runter, Kevin. Unsere wirklichen Gegner sind da drin. Du musst ruhig bleiben. Stimmt, lass uns da reingehen. Hey, hey, dieser Ort ist gesperrt. Was? Der Secret Service wurde hierher geschickt, um die Aliens fernzuhalten. Dies ist kein Ort für Kinder. Haut ab! Was? Aber wir treten auch gegen sie an. Genau, wir haben gegen diese Secret Service gespielt und gewonnen. Tsch, ja. Jetzt mal ernsthaft. Geht jetzt von hier weg. Es ist gefährlich. Mark, es scheint so, als müssten wir ihnen einfach zeigen, wie stark wir sind. Es ihnen zeigen, wie denn? Wir können sie wohl kaum zu einem Fußballspiel einladen. Ich habe eine Idee. Die Trainerin soll ihnen sagen, dass wir die Hauptrunde der Football-Frontier gewonnen haben. Ich bin sicher, sie werden es verstehen, wenn es ein Erwachsener sagt. Ich glaube nicht, dass es klappt. Lass uns zum Bus zurückkehren und mit dem Trainerin darüber sprechen. Oh, echt jetzt? Hol dir Rat beim Trainer. Trainerin, hilf mir. Was macht ihr hier? Seid ihr nicht mit dem Aliens Academy beschäftigt? Naja. Könnt ihr denn nie für euch selbst danken? Wie bitte? Sie werden es nicht verstehen, da ihr für sie nur Kinder seid. Selbst wenn ich gehe, wird das nichts bringen. Dann würden sie euch erst recht für einen Haufen kleiner Kinder halten. Sie hat vermutlich recht. Wir verstehen das. Aber ich denke immer noch, dass es unsere beste Option ist. Ist es zu versuchen. Da denkst du falsch. Wow, sie nimmt kein Blatt von dem Mund. Noch nicht mal bei Sharp. Warum denn, so Erwachsener? Sag mir, was genau ist der Grund dieser Reise? Wir sind hier, um die stärksten Spieler des Landes zu versammeln. Genau, hier in Nara muss es doch einen Top-Spieler geben. Ich bin sicher, dass es mindestens einen Spieler gibt, der so berühmt ist, dass ihr jeder in Nara kennt. Wenn ihr ihn also dazu bringt, sich uns anzuschließen, dann würden sie uns die Wachleute ver... Wieso das denn? Aber wie sollen wir diesen Spieler finden? Die Suche über Bekannte ist deine beste Option. Die Suche über Bekannte? Du wirst im Laufe deiner Reise mit Sicherheit viele Spieler treffen. Du kannst die Verbindungen der Spieler untereinander nutzen, um die Anzahl der Spieler, die du anwerben kannst, zu erhöhen. Nutzt du die Suche über Bekannte, kannst du bessere Spieler finden, als mit den üblichen Anwerbemethoden. Oh. Okay. Wir sollten also die Suche über Bekannte verwenden, um noch. Ja, okay. Und dann gelingt es, um möglicherweise in der Sender zu kommen. Ja, das habe ich mehr oder weniger gemeint.
Ich glaube, das werde ich machen, offscreen, aber... Marc, vergiss nicht die große Fußballtour. Sprich mich einfach an, wenn du im Bus bist. Und ich kann für dich jederzeit ein Spiel organisieren. Achte darauf, dass du Hillmanns Anwerbesitz irgendwas berennst. Und wenn du mit Hillmann sprechen möchtest. Ja, ich weiß. Das muss man sich viel merken. Ja, muss man. Reicht dir zusammen, Marc? Lass mich das nochmal zusammenfassen. Ja. Hast du das jetzt alles verstanden, Marc? Vergiss nicht, dass nur 16 Leute in der Klasse mitnehmen kannst. Wenn du andere Leute mitnehmen möchtest, dann will ich ihn ja. Ich denke, ich verstehe. Starten wir die Suche nach einem Torspieler im Nachhinein. Mittlerweile der Suche über Bekannte und gewinnen sie über unser Team. Also, finde Spieler für die Suche über Bekannte. Der hat Hammerwerte. Eugene Kornfell. Ich habe gehört, dass Kornfeld in der Nähe des Treppen in der Nara ist. Eliminier Info. Okay. Karte bei den Treppen. Im Nara. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Da ist er ja. Was? Ob ich der beste Fußballer, Nara bin? Ich denke schon. Wer hat dir das erzählt? Was willst du eigentlich? Oh, du willst, dass ich mich deiner Team anschließe? Ja. Alles klar, überlass das mir. Klar, danke. Also gut, vielleicht lass uns... Wie schnell das jetzt gerade ging. Heftig. Mann. Ich bin mal zum Boss. Ich will mal sehen, was jetzt kommt, nachdem ich das jetzt gemacht habe. Hässliche Menschen. Nein. Ja. Ach ja, Leute, eine Frage zu euch. Wollt ihr sehen, wie ich die Leute anwerbe? Wenn ja, schreibt es in den Kommentaren. Wenn nicht, dann mache ich das offscreen und dann zeige ich euch, was für Charaktere ich geholt habe. Karte. Aber ich verstehe jetzt nicht, warum die jetzt uns jetzt durchlassen müssen. Diese Logik macht keinen Sinn. Hey, bist du nicht Eugene Kornfeld? Du bist der berühmteste Fußballspieler in ganz Nara. Wenn ihr es geschafft habt, ihn für euer Team zu gewinnen, dann müsst ihr Kinder wirklich etwas Besonderes sein. Wollt ihr mich jetzt komplett verarschen? Was soll das für ein Grund sein? Geht es den Spielern von Secret Service gut? Naja, um ehrlich zu sein, ich habe dem Secret Service eine ganze Weile nicht erreicht. Ich denke, wir sollten auf das Schlimmste gefasst sein. Nein! Sie kämpfen auf dem Dach gegen die Aliens. Ihr müsst euch beeilen, um ihnen zu helfen. Los geht's, wir müssen Aliens jagen. Axel, was ist los? Hä? Okay. Aber erstmal ein bisschen quatschen. Items finden. Sport Drink. Das ist eine unsichtbare Wand. Din, 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 din. Und du? Din, 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 din. Was? Okay, ich dachte, das sah aus für mich wie eine Truhe. Muss ich den ganzen Weg nach oben?
Ja, sie hat die angerempelt. Jetzt bist du traurig, oder was? Ach, diese Leute mit ihrem Problem. Eine bessere Idee. Ey, ich glaube, bei mir ist doch alles voll. Was wollt ihr? Wieso ausgerechnet dieser Fahrstuhl? Diese geile Mucke wieder. Nun zum letzten schäbigen Wurm. Ach, wie kannst du es wagen? Fräulein Victoria, Sie müssen fliehen. Sie sind immer noch ein Kind. Sie können sie nicht. Ruhe, Smith. Ich bin der Captain dieser Mannschaft. Ich bin der Captain dieser Secret Man Service. Ja, ich kann euch doch nicht im Stich lassen. Ich kämpfe auch bis zum bitteren Ende. Schluss jetzt, Janus. Deine Schwester Charla wartet auf dich, in Chrono Trigger. Mark! Wen haben wir denn da? Dich, kleine Erdling, habe ich doch schon einmal gesehen. Mark, du bist gekommen. Tori, geht es dir gut? Mir geht es gut, aber die Mannschaft vom Secret Service hat einiges abbekommen. Herr Smith, das ist furchtbar. Hehe, das passiert, wenn man nicht weiß, wo seine Grenzen sind, Schwächling. Die Spieler haben gerade erst angefangen. Ihr Häftlinge müsst noch das wahre Ausmaß unserer unglaublichen Kraft kennenlernen. Welche Spiele? Machst du Witze? Mark, Janus, wir werden kämpfen. Wir werden für Steve, Tim und all unseren anderen Freunden kämpfen, die du uns in Krankenhaus befördert hast. Wir können nicht verlieren. Diesmal gewinnen wir. Hehehe, habt ihr das gehört? Er sagte, sie würden gewinnen. Ha, er unterschätzt uns. Na gut, wir werden euch wieder beim Besiegen. Und diesmal stellen wir sicher, dass ihr nicht wieder aufstehen könnt. Mark, lass mich mitspielen. Der Secret Service hat alles gegeben, um mich zu beschützen. Ich kann nicht zulassen, dass ihr Opfer umsonst war. Was? Ein Mädchen kommt ins Team? Halt die Fresse, Fettsack. Natürlich, dies ist kein offizielles Turnier. Es gibt also keine Probleme, wenn wir Mädchen nehmen. Was ist das für eine... Naja, sie ist gut genug, um auf normaler nationaler Ebene mitzuspielen. Es gibt keinen Grund, sie abzulehnen. Vielen Dank, ich werde euch beweisen, dass ich jeden das Wasser reichen kann, wenn es um Fußball geht. Egal, ob Junge oder Mädchen, Junge oder Jungs oder Aliens. Klasse, willkommen an Bord. Danke, Mark. Auf geht's, Elias Academy. Es ist Zeit für eine Revanche. Wir werden euch besiegen und davon abhalten, Fußball als ein Mittel der Zerstörung zu missbrauchen. Missbrauchen? Tori hat sie angeschlossen. Yay! Füge sie in dein Team ein. Touch bin bereit. Hier, Stefan! Aber ist klar, jeder Ort hat immer einen Fußballplatz. Keine Ahnung warum. Macht euch auf etwas gefasst, Aliens. Die Raimundel und ich werden euch besiegen und meinen Vater retten. Wie pflegt ihr Erdlinge zusammen? Hochmut kommt vor dem Fall. Und ihr werdet sehr tief fallen. Mannschaften, ihr trittet gegen einen Gegner an, der euch schon einmal besiegt hat. Zeigt mir, dass ihr es dieses Mal besiegen könnt. Dass ihr es diesmal besser könnt. So. Dann lasst uns anfangen. Zeigen wir diesen Aliens, wie wir Fußball spielen. Ja. Die Mucke ist so geil. Und wir sehen uns das nächste Mal.